Also Brigitte ist bei mir im Atelier und sie erklärt mir jetzt, wie sie, dass sie Brailleschrift auch umgekehrt machen kann, schreiben kann, und sie erklärt auch warum. Blindenschrift schreibt man traditionell spiegelverkehrt, weil man die Punkte ja durchgedrückt hat, also von hinten praktisch in das Blatt reingestanzt hat, damit der Buchstabe, also Buchstaben, Wörter von links nach rechts in der richtigen Form fühlbar waren, mussten man sie also von rechts nach links schreiben und jeden Buchstaben auch spiegelverkehrt drucken. Das heißt, wenn ich jetzt eine Vorlage mache, um dann später, damit man dann ein Abbild davon machen kann, ist es genau dasselbe, wie man früher Blindenschrift wirklich geschrieben hat. Also es passt eigentlich ganz, ganz gut zur Genau, traditionellen wir haben Form. nämlich jetzt vor, ich werde jetzt eine Tonplatte vorbereiten und Brigitte wird das praktizieren. Blindenschrift besteht ja immer aus einem Zeichen, was der 6 beim Würfel entspricht. Also aus diesem Raster setzen sich die Buchstaben zusammen. Je nachdem, welche der Punkte erhaben sind, weiß ich, welcher Buchstabe es ist. Also jede Kombination von Punkten gibt einen speziellen Buchstaben wieder. Das heißt, diese Blindenschriftbuchstaben haben ja gar nichts mit den normalen Buchstaben zu tun. Sie haben eine ganz andere Form, bestehen eben nur aus Punkten. Und wichtig war Louis Braille, der ja vor knapp 200 Jahren die Blindenschrift entwickelt hat, etwas praktisch zu kreieren, was blinde Menschen gut erfassen können, wo sie eben jeden Buchstaben exakt deuten können, ihn mit der Fingerkuppe erkennen können. Und er hat sich eben völlig losgelöst von der normalen Schrift, weil er sagt, es ist nicht wichtig, dass sie an die normale Schrift erinnert. Es ist wichtig, dass blinde Menschen Schrift lesen und schreiben können. Und da hat er eben diese Punktekombinationen entwickelt, die bis heute genutzt werden. Und die will jetzt die Brigitte auch nutzen, um eine Kachel mit Hilfe von, wir wissen noch nicht genau, welche Größe Punkt wir brauchen, Text auf die Kachel zu bringen. Und danach wäre das sogar etwas, was man wieder abformen kann, um eine Negativform zu erzeugen. Du suchst Den dickeren noch den mal. dickeren, den hattest du Pinsel. in der Hand. Den Achso, der Pinsel. dickere Pinsel ist der. Das ist der. Okay. Ich habe dir noch mal hier so ein Testbrett Ja, hingelegt, okay? genau. Der ist halt schon adlig, aber ich glaube, den würde ich wirklich fühlen. Die stehen mir nur zur Verfügung. Jetzt drücke ich sie natürlich rein, weil bei einem Abbild wird dann ja eben werden sie dann erhaben. Brigitte hat mir gerade was erzählt über ihren wunderbaren Stab, der ist faltbar. Und tatsächlich jedes Teil ersetzbar und die Holzteile mag sie auch besonders gerne. Hier ist eine Es Schraube. fühlt sich einfach besser an für mich. Und Brigitte hat geschrieben, unsichtbar, sichtbar oder was? Und jetzt haben wir es in einem großen Punktmaß und jetzt ist noch ein zweites entstanden im kleinen Punktmaß und jetzt hat Brigitte doch was mit Ton gemacht. Ganz überraschend. Und wir sind sehr zufrieden damit eigentlich. Was schwierig beim Schreiben ist, ist eben diese fehlende Struktur. Wenn man sonst auf Papier schreibt, hat man pro Buchstaben ein Feld. Raster, ein Fenster praktisch für diese 6 Punkte. Man kann die Punkte nur dort runterdrücken, wo sie hingehören. Und das ist natürlich ganz ohne Raster deutlich schwieriger. Ja. Aber ich finde, es ist sehr gut gelungen und wir werden das Ganze auch. Das ist jetzt cremefarbener Ton, der wird gebrannt und dann werden wir mit rotem Ton eine Abformung davon machen. So ähnlich wie ich das hier mit einem Stempel gemacht habe. Und das ist dann letztendlich die Blindenschrift. Das muss erhaben sein. Und die Vertiefung ist das, was geschrieben wird. Also diese Übersetzung ist ohnehin schon etwas, was in eurem Schreiben manifest ist. Also bei der Ja. traditionellen Art zu schreiben, wenn Genau. man mit der Hand schreibt, wenn man mit Maschinen schreibt, macht man es anders. Aber bei der Hand ist es praktisch diese Übersetzung etwas ganz Natürliches.